Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Replay. Ja, diesmal keine große Analyse, obwohl ich werde Kommentare abgeben. Kein Deckprofil, weil es wieder Manadium Sprite ist. Da hat sich nicht viel dran geändert von den Kombos her. Ich habe auch dieses Deck ausprobiert, weil alle sagen, oh, das hat so viel Gas und es funktioniert so gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Manadium Sprite besser funktioniert als Manadium mit Beastials und Schreckensklaue. Habe ich das Gefühl. Also hiermit war ich häufiger einfach bricked. Ich habe gegen Labyrinth verloren, gegen Trap Tricks, es war, also gegen Backrow Decks und Stun. Stun, jede Menge Stun. Das Deck hat es nicht geschafft. Wenn einmal Skill Drain und Gozen Match auf dem Spielfeld liegen oder Skill Drain und antimagischer Duft oder sowas, dann ist das Deck dann vor. Habe ich so das Gefühl. Da passiert nicht viel. Besonders wenn die Beastials nicht mal zum Einsatz kommen, weil der Gegner keine Finsternis- und Lichtmonster spielt und wir unsere Finsternis- und Lichtmonster nicht wirklich in den Friedhof bekommen, ist halt irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Wir spielen mit Manadium Sprite. Wo haben wir es? Da. Deck sieht folgendermaßen aus. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel erzählen. Wir haben halt Roland Lockbird, Maxi, zweimal flinker Manta, zweimal flinker Angler, einmal flinker Biber, zweimal Sprite Blau. Ich gehe einmal drüber, weil jemand mal gesagt hat, dass man das echt schlecht sehen kann mit diesen kleinen Karten. Und wenn man diese kleinen Karten nicht kennt, dann weiß man nicht, welche Karten das überhaupt sind. Dann Sprite Strahl, dann Sprite Rot einmal, dann Sprite Karotte, dreimal Manadium Sanft, zweimal Manadium Glühend. Dann zweimal Ash, kann man überlegen, dreimal reinzunehmen. Dann zweimal Manadium Riumhard, kann man auch überlegen, dreimal reinzunehmen. Kann man zum Beispiel die Verstärkung für die Armee rausnehmen. Ich hätte ihn auch dreimal, aber platztechnisch wohl. Die Vorstellung kann man theoretisch rausnehmen, die braucht man nicht unbedingt. Ich glaube, die nehme ich auch raus und packe einen weiteren Riumhard rein. Hat aber so auch gut funktioniert. Und dann haben wir zweimal Visa Starfrost, einmal Nibiru. Warum nur einmal und nicht zweimal? Ich weiß, zweimal spielt man eher, wenn man Nibiru schon spielt. Einfach, falls wir selbst Nibirut werden, können wir Auslöschungsinformant chainen, falls dieses Play möglich ist. Dann haben wir einmal Harpien Flederwisch, dann einmal Verstärkung für die Armee, dann Herold des Abgrunds, Talent der drei Taktiken, Herold des Abgrunds nur wegen Pearly. Nervt mich schon stark im Moment. Gleiches gilt für Droll und Lock, ist auch super gegen Pearly. Dann zweimal Talent der drei Taktiken, zweimal Stoß der drei Taktiken, dreimal Manadium Obsession, dreimal den Field Spell von Manadium, dann einmal vom Grab gerufen, einmal Auslöschungsinformant, einmal Sprite Starter und einmal die Falle. Im Extra-Deck ein Astrolaut, kann man überlegen, zwei mit reinzunehmen, ein Sternstaub Angriffskrieger, ein goldenes Wolkenungeheuer Malong. Malong könnte man zum Beispiel rausnehmen für einen zweiten Astrolaut. Dann haben wir ein Kristallflügel-Synchro-Drachen, einmal Kaliber-Lade-Wilddrache, einmal Steinbefreier entstiegener Drachit, einmal Blumenbaronen, einmal Eisjade-Gimir-Egorin, einmal Chaos-Engel. Dann zu den Exil, wir haben nur Riesensprite, zu den Links, wir haben IP-Maskerina, zweimal Sprite-Elf, einmal Sprite-Sprint und einmal Mech-Ritter Crusadier Avamax. So, dann sehen wir uns gleich im Replay wieder. So, da sind wir im Replay. Wir spielen wieder gegen Sky Striker und wie ich annahm, ein Sky Striker Going Second Deck, denn unser Gegner hat ausgewählt, dass wir als Erster dran sind. Wir haben auf der Hand Manadium Riumhard, super Starter. Wir haben Manadium Vorstellung. Wir haben Manadium Obsession. Die Vorstellung könnte man jetzt zum Beispiel sagen, hat geholfen, auf jeden Fall. Da hätte zweimal Riumhard auf jeden Fall gereicht. Dann haben wir Friedlicher Planet Kalarium. Den Field Spell auch sehr gut. Obsession habe ich erwähnt, glaube ich, und Triple Tactics, ja. Also nicht so schlecht. Triple Tactics, gerade wenn er Ashed oder ein Maxi einsetzt. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir spielen Riumhard. Riumhard sucht uns Sanft. Er hat kein Maxi. Wir aktivieren den Field Spell, suchen uns Visa Starfrost. Specialen Sanft, aktivieren die Obsession. Wir dürfen Sanft specialen, weil wir ein Monster mit 1500 Angriffspunkten und 2100 Verteidigungspunkten kontrollieren. Das ist jetzt aber nicht mehr so durch den Field Spell, da müssen wir drauf achten.
Denn sobald wir ein Empfängermonster auf dem Spielfeld oder im Friedhof haben, kriegen all unsere Lichtmonster einen Boost. Und ja, das ist nicht so gut mit dem 100-Attack mehr, denn deswegen, also 100-Angriff mehr, deswegen hat er jetzt nämlich 1600. Das heißt, wir könnten nicht mehr Manadium Sanft oder andere Manadium 2er, Level 2er spielen, beziehungsweise specialen. Ja, wir aktivieren Obsession, poppen die Manadium Sanft und suchen uns Manadium Umdeutung. Das aktiviert den Effekt von Manadium Sanft und dem Field Spell. Heißt, der Field Spell revived jetzt das Manadium Sanft aus dem Friedhof, während Manadium Sanft ein weiteres Manadium Sanft aus dem Deck specialt, das Stufe 4 wird. Aus Stufe 4 Manadium Sanft und Stufe 4 Rium Hard machen wir unseren Zauber- und Fallen-Negate, nämlich entstiegener Drachit. Nun aktivieren wir die Umdeutung, Manadium-Vorstellung und hoffen, dass wir irgendwas bekommen, was wir specialen können. Umdeutung revealed den Visa Starfrost. Wir ziehen den Angler Nibiru. Beides jetzt nicht so krass. Wir schicken den Angler zurück ins Deck. Aktivieren Starfrost, poppen die Manadium Sanft. Manadium Sanft triggert dadurch wieder ihren Effekt. Field Spell geht nur einmal pro Spielzug. Bedeutet, Manadium Sanft beschwört einen Empfänger aus dem Deck, den wir nicht zu Stufe 4 machen. Denn somit haben wir ein Stufe 2 Monster und ein Monster, das wir entbehren können. Und können daraus unseren Sprite Sprint machen. Sprint schickt jetzt den Angler vom Deck auf den Friedhof. Das aktiviert den Effekt von Angler. Der Special 2 flinke Mantas aus dem Deck. Dann machen wir ein Exil mit Sprint und einem der Manta zu Riesensprite. Aktivieren den Effekt von Riesensprite, hängen einen Manta ab und beschwören Blau aus dem Deck. Wenn Blau gespecialt wird, darf er uns eine Sprite-Karte aus dem Deck suchen, beziehungsweise ein Sprite-Monster, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und das ist Sprite-Strahl. Dieser darf sich auch wieder specialen, denn wir kontrollieren ein Stufe 2-Monster. Wenn er gespecialt wird, dürfen wir einen Sprite-Zauber oder Falle aus dem Deck auf unsere Hand holen und es ist der Sprite-Starter. Starter aktivieren wir und suchen uns so den Sprite Rot, bekommen aber Schaden in Höhe der Angriffspunkte des Monsters, also 1200. Warum an der Stelle Rot und nicht Carrot? Schlichtweg, weil wir mit Drachit bereits einen Zauber- und Fallen-Negate haben. Sprite Rot ist ein Monster-Negate. So, dann machen wir eine Link-Beschwörung mit Riesensprite und Manta. Ich hätte Riesensprite gerne auf dem Spielfeld behalten, aber das, was wir jetzt machen, ist einfach besser. Wir beschwören Sprite Elf. Elf darf einmal pro Spielzug ein Stufe 2 Monster im Friedhof wählen und spezial beschwören auf unsere Spielfeldseite. Auch im gegnerischen Spielfeldzug, allerdings nur in der Main-Phase. Den Effekt aktivieren wir auch und holen uns so Manadium Sanft zurück. Dann machen wir eine weitere Link 2 Beschwörung zu IP mit Strahl und Blau. Bedeutet, IP kann im nächsten Spielzug in der Main-Phase eine Link-Beschwörung durchführen. Ja, wir beenden, setzen die Manadium-Umdeutung. Das ist ein Omni-Negate, solange wir ein Synchromonster kontrollieren. Und zwar ein Aktivierungs-Negate. Das ist wie Solemn Judgment, nur dass wir keine Life-Points zahlen. Wir müssen nur eine Synchro-Karte kontrollieren. Und hat zusätzlich einen zweiten Effekt, den wir aber gleich auch noch sehen werden. Auf der Hand haben wir Nibiru, falls es ganz schlecht laufen sollte, aber im Moment sieht es eigentlich sehr gut für uns aus. Stoß der drei Taktiken kann gut sein im nächsten Spielzug, aber mal schauen, was unser Gegner macht. Unser Gegner spielt als erstes mal Ultimativer Schlechter. Er legt ein Monster vom Extra-Deck auf den Friedhof und darf dann ein Monster desselben Typs wählen und das Monster ins Deck zurückmischen. Wäre natürlich nice, wenn er dadurch Karten wie Entis wegbringen könnte oder halt, wie heißt die andere Karte? Pegasus, Ignis der Pegasus. Ich denke, Pegasus hat er nicht im Deck. Entis könnte er haben für Fusionsmonster, aber er schickt Dark auf den Friedhof und möchte unseren Elf ins Deck zurückmischen. Das wollen wir nicht, also aktivieren wir Manadium Umdeutung und annullieren die Aktivierung. Denn bei Ultimativer Schlechter steht: Lege ein Monster auf dein Gegner kann keine Monstereffekte als Reaktion auf die Aktivierung dieser Karte aktivieren. Zauber und Falle geht aber. Und da wir die Aktivierung annullieren,
kann das sogar Dark Ruler annullieren, glaube ich. Ich meinte, ich hatte sowas in einem der Games gehabt, die ich gespielt habe. Also Dark Ruler kann man mit dieser Karte annullieren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, das Ganze wird jetzt negated. Dürfen die Karte sogar zerstören. Aber machen wir mal nicht. Weil Manadium Umdeutung den Effekt hat, falls du ein Visa Starfrost oder ein Monster mit 1500, 2000 auf dem Spielfeldseite oder in deinem Friedhof hast. Wir haben diese Starfrost im Friedhof und auch Riumhard mit 1500 Angriff und 2100 Verteidigung. Du kannst jene Karte annullieren. Jene annullierte Karte auch zerstören. Das wollen wir an der Stelle nicht, das ist nicht wichtig, deswegen ist es egal. Er spielt Uhrwerkritter, alle offenen Monster werden zu Maschinemonstern. Maschinemonstern, die der Gegner kontrolliert erhalten, die man selber als Aktivierter, als der, der die Karte aktiviert hat, kontrolliert, kriegen 500 Angriffspunkte dazu. Gegnerische Maschinemonster erhalten 500 Angriffspunkte weniger. An dieser Stelle habe ich Angst vor sowas wie Chimera-Tech, dass er einfach eine Kontaktfusion macht mit Maschinenmonstern. Deswegen negieren wir das durch den Effekt von Drachit. Darauf chaint er Himmelsjäger Mobilisierung. Und hier merke ich, okay, da wusste ich noch nicht genau, was er jetzt spielt. Bei Uhrwerkritter dachte ich, okay, Floodgate, vermutlich. Aber nein, es ist Himmelsjäger. Himmelsjäger going second, wie es aussieht. Wir aktivieren Elfs Effekt auf den Effekt der Himmelsjäger Mobilisierung, wodurch er ein Himmelsjäger Ass specialen darf vom Extra Deck. Und chainen darauf auch im Friedhof die Manadium Umdeutung, denn die können wir auch im Friedhof aktivieren, sodass wir bis zu 3 Manadium Monster im Friedhof wählen und sie ins Deck zurückmischen. Das ist relativ wichtig an der Stelle, denn wir haben bereits alle sanft aus unserem Deck gespecialt. Sie liegen jetzt im Friedhof. Das heißt, wenn unser Manadium sanft hier durch Karteneffekt oder durch Kampf zerstört wird, specialt es nichts mehr aus dem Deck. Das wollen wir nicht, also schicken wir die beiden Manadium sanft zurück ins Deck. Und haben somit eine Chain 5er Line. Werden zurück ins Deck gemischt. Elf revived den Blau. Der Effekt wird annulliert. Er beschwört Hayate. Ist das Hayate? Das ist Hayate. Und da wir Blau gespecialt haben, sucht uns Blau jetzt ein Sprite-Monster aus dem Deck auf unsere Hand und wir chainen darauf IP. Er chaint darauf Himmelsjägermech Adlerdüse, wodurch er ein Monster wählen darf und es in diesem Spielzug von Karteneffekten unberührt bleibt, außer seinen eigenen. Zusätzlich kann es nicht durch Kampf zerstört werden, wenn er 3 oder mehr Zauber im Friedhof hat. Und das hat er bereits. Er wählt seine Hayate aus. Warum er das an der Stelle macht, I don't know. IP und Elf werden zu MacRitter Cresselia Avamax. Vielleicht hat er eine Goddess gefürchtet, ich weiß es nicht. Sprite Blau sucht uns Carrot für den nächsten Spielzug. Er geht in die Battle Phase, greift direkt an, denn das kann Hayate. Er darf dann eine Himmelsjägerkarte vom Deck auf den Friedhof schicken. Es ist Engage, die Mobilisierung. Aus Hayate wird nicht Kagari, sondern Himmelsass Kainer, der jetzt ein Monster von uns auswählen darf, oder die ein Monster von uns auswählen darf. Dieses Monster kann bis zum Ende des nächsten Spielzugs nicht angreifen. Das heißt, Drachit kann nächsten Spielzug nicht angreifen. Zusätzlich chaint er darauf das himmelsige Ass Ray. Das könnte ich jetzt annullieren. Weil man jeden Effekt nur einmal pro Spielzug von Himmelsjäger Ass Rose ist das. Die kann man nur einmal pro Spielzug aktivieren, könnte ich jetzt also annullieren. Bewahre ich mir aber auf, weil ich weiß, er wird die Kagari machen wollen und danach die Shizuku. Und einen von beiden möchte ich negieren. Er specialt also die Kagari, was ihm jetzt die Möglichkeit gibt, in Geiststriker Säcke reinzugehen oder Säcke. Und er spielt den Field Spell. Jedes Mal, wenn er einen Skystriker-Zauber aktiviert oder generell einen Zauber, einen Himmelsjäger-Zauber oder einen Effekt aktiviert, erhält er 100 Lifepoints, das ist uns egal. Er aktiviert den Himmelsjäger-Luftraum-Field-Spell, wählt seine Rose aus, revealed Super-Poly, Himmelsjäger-Mech und Dino-Wrestler Pankatops, den Witwenmacher, hat er sich auf die Hand geholt. Witwenmacher ist ein Negate oder auch ein Steal. Er kann auch Monster stehlen, das ist gefährlich. Und wir sehen mit Pankratops
Und Super Poli, das ist ein Going Second Deck. Dadurch kommt die Rose auf den Friedhof. Er aktiviert den Effekt von Himmelsjäger Ass Kane. Kriegt also wieder Life Points. Und aktiviert von der Hand Himmelsjäger Mech Wittmacher. Und wählt unseren Sprite Rot aus. Kriegt wieder Life Points. Warum nimmt er Rot und nicht einen der besseren? Avermax kann er nicht targeten. Steinbefreier ist eh schon für den nächsten Spielzug, kann er nicht angreifen, kann aber immer noch annullieren. Und der Sprite Rot wäre ein Monster Negate, indem ich Sprite Blau oder Manadium Sanft opfere. Sanft möchte ich eigentlich behalten für den nächsten Spielzug, deswegen hätte ich Blau geopfert, um halt Kagari oder halt seine Shizuku zu annullieren, aber wahrscheinlich dann Kagari. Das möchte er nicht, deswegen klaut er Sprite Rot an der Stelle. Macht eine Linkbeschwörung der Stufe 2 zu Himmelsjäger Ass 6 und die verbannt jetzt unseren Steinbefreier entstiegener Drachit bis zur nächsten Endphase des Spiels von unserem Spielzug, also von der Endphase des Gegners. Heißt, im nächsten Spielzug ist er gar nicht da, erst wieder in seinem Spielzug in der Endphase. Zusätzlich verbannt er seinen Himmelsjäger Luftraum auf den Friedhof, das boostet seine 6. Und der Himmelsjäger Luftraum aktiviert dadurch seinen Effekt. Er darf ein Himmelsjäger Ass Monster als Spezialbeschwörung von seinem Deck beschwören. Beschwört so die Ray. Ray und Zack machen Himmelsjäger Ass Azalea. Die darf eine Karte auf dem Spielfeld poppen. Da er 3 oder mehr Zauberkarten im Friedhof hat. 4 oder mehr im Friedhof hat, wird sie nicht durch ihren eigenen Effekt dadurch zerstört. Er schickt unseren friedlichen Planet Kaladium auf den Friedhof und macht eine Linkbeschwörung zu Kagari. Ab jetzt wird es wieder relativ normal, was das Sky Striker Play angeht. Holt sich Engage auf die Hand, spielt Engage. Engage sucht den Himmelsjäger Mech Haikanone. Die kann ein Monster aus unserem Friedhof verbannen. Oder, was er ja hat, wenn er 3 oder mehr Zauber im Friedhof hat, kann er es stattdessen als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschwören. Das ist unschön, so könnte er zum Beispiel die IP klauen und in seinem Spielzug eine Linkbeschwörung machen. Das wollen wir nicht. Wenn wir gleich in Sprite 11 reingehen, dann könnte er auch unser gewähltes Target halt annullieren, indem er das einfach revivet, bevor wir es reviven können. Und auch Manadium Sanft könnte dadurch, falls wir den Field Spell wieder auf dem Spielfeld bekommen, halt gestohlen werden, bevor es revived werden kann. Zusätzlich aktiviert er jetzt den Uhrwerkritter, das heißt, er kann die Karte vom Friedhof verbannen und eine Karte abwerfen und sich ein Erdemaschine-Monster vom Deck der Hand hinzufügen. Holt sich den Ferion, den dicken Ferion, wie heißt er? König Regulus, das ist ein Negate. Equipped seine Keine, deswegen hat er die Keine anscheinend gemacht. I don't know, warum er sie sonst gemacht hat. Ja, ist halt ein Negate. Ich glaube sogar ein Omni-Negate. Karte oder Effekt aktiviert ist ein Omni-Negate. Muss er halt eine Ferion-Karte von Ferion-Monster von Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen und das wird dann annulliert. Das heißt, er schickt sich selbst auf den Friedhof und hat einen Omni-Negate. In der Endphase aktiviert sich Shizuku, die er gerade beschworen hat, und sucht sich Himmelsjäger-Manöver Nachbrenner. Falls er keine Monster in der Main-Monsterzone kontrolliert, kann er ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen und es zerstören. Dann kann er zusätzlich eine Zauber- oder Falle zerstören, wenn er die entsprechenden Zauberfallen im Friedhof hat. Heißt, wenn er sein Regulus Negate aktiviert, hat er die auf jeden Fall online. Naja, mal gucken, ob er da überhaupt noch hinkommt. Wir sind dran und ziehen einen Angler. Special die Carrot, normal den Angler, die Carrot, um sein Manöver zu negieren an der Stelle. Machen aus Angler und Blau einen Sprite Elf. Elf aktiviert seinen Effekt. Das wird von Regulus negiert. Wir wollten unseren Sprite Rot beschwören, um halt den Regulus möglicherweise zu negaten, der unsere Carrot negaten würde, der seinen seine Zauberkarte negaten würde. Das heißt, das Ganze war ein Bait. Den musste er annehmen. Regulus ist weg. Und wir kriegen keinen revivten Rot. Aktivieren Triple Tactics, denn jetzt hat er einen Monster-Effekt in unserer
ja, in unserem Spielzug aktiviert, suchen uns so Triple Tactic Talents. Talents darf uns jetzt zwei Karten von unserem Deck ziehen lassen oder wir übernehmen die Shizuku oder wir schicken sein Manöver zurück ins Deck. Wir wollen zwei Karten ziehen. Er chaint darauf seinen Himmelsjäger Mech Haikanone, um IP zu klauen. Das negieren wir mit Sprite Carrot, schicken den Sprite Elf auf den Friedhof. Hoffen, dass wir was Gutes ziehen durch den Effekt von Triple Tactics. Dürfen zwei Karten ziehen. Ziehen tatsächlich was Gutes, nämlich Manadium Glühend, das uns im Moment nichts bringt, und Verstärkung für die Armee. An der Stelle kann ich auch sagen, das ist nicht all unser Play, was wir haben. Wir hätten jetzt, wenn wir nichts Gutes gezogen hätten, ebenfalls beschwören können, da wir Visa Starfrost und Riumhard im Friedhof haben, können wir Astralout aus dem Extra-Deck beschwören und der kann die Shizuku poppen. Das einzige Problem dabei ist, wenn die Shizuku gepoppt wird oder durch Kampf zerstört wird, revivet sich seine Ray und dadurch kommt er in ein Sky Striker-Play. Das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen suchen wir uns jetzt Riumhard aus dem Deck, ist ein Kriegermonster, aktivieren den Effekt von Riumhard und schicken die den Manadium sanft auf den Friedhof zerstören ist, was den Effekt von Manadium sanft aktiviert. Zusätzlich aktiviert sich der Effekt von Manadium Riumhard. Sanft beschwört jetzt aus dem Deck einen weiteren Sanft, der wird ein Stufe 4 Empfänger und Riumhard sucht uns die Manadium Obsession. Wir machen eine Link-Beschwörung, eine Synchro-Beschwörung der Stufe 8 zu Kalibalade Wilddrache, der jetzt im Friedhof die IP wählt. Wir hätten auch den Sprint oder einen der beiden Elves benutzen können, aber falls unser Gegner irgendwie diesen Spielzug überleben sollte, dann verhindern wir auf jeden Fall, dass er die IP Mascarina durch irgendeine Karte klaut, denn das wäre die einzige Link-Karte, die ihm wirklich was bringen würde. Und unser Kalibalade Wilddrache wird dadurch geboostet, das ist nicht ganz so wichtig an der Stelle, aber er hat auch einen Omni-Negate, indem er eine C-Marke verliert. C-Marken, je nachdem wie hoch die Linkstufe ist mit dem Monster, in dem er ausgerüstet ist, hat er eine C-Marke. Das heißt, wir haben pro Spielzug jetzt für die nächsten zwei Spielzüge für diesen und dem gegnerischen einen Omni-Negate. Jetzt verbannen wir den Visa Starforce und Riumhard, beschwören teuflischer Astralaut. Der darf eine Karte auf dem Spielfeld zerstören, wird dadurch auch noch geboostet. Dadurch, dass Shizuku jetzt im Friedhof gelandet ist, sind unsere Monster nicht mehr gedebufft, was Angriffspunkte angeht. Heißt, wir haben wieder ganz normale Angriffspunkte. Das aktiviert allerdings den Effekt von Ray, den wir negieren mit dem Effekt von Kalibalade Wilddrache. Ja, ansonsten im Friedhof hatten wir, glaube ich, noch irgendwas Interessantes. Ja, die Obsession kann halt einen Riumhard oder einen Visa Starfrost specialen von unserer Hand. Hat er noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, da war noch irgendwas. Egal. Wir negieren die Ray und können jetzt angreifen mit 10.150 Angriffspunkten, beziehungsweise die 1.000 werden hier, glaube ich, dazugerechnet, also 9.150 Angriffspunkten. Das reicht, um unseren Gegner zu one-hitten. Er hat nichts mehr im Friedhof, er hat keine Karte, also nichts Wichtiges. Er hat keine wichtige Karte auf der Hand, die er jetzt spielen kann. Bedeutet, ja, unser Gegner gibt auf. Wir hatten noch Nibiru, wir hatten ein Manadium Glühend. Das wäre wieder interessant geworden in Kombination mit der Manadium Obsession. Und ja, so schnell kann es gehen. Deckliste habt ihr gesehen. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.